Liebe Freunde der paradoxen Strategie, unser König ist aus Jerusalem zurück und noch immer ist nichts von all der Schwäche zu spüren. Im Gegenteil, er ist fest davon überzeugt, fester als je zuvor, dass er, ja, der größte Herrscher aller Zeiten, wahrscheinlich nicht nur Schottlands, sondern der ganzen christlichen Welt ist. Man bedenke, man erinnere sich an seine spezielle Interpretation des Christentums, die aus all diesen Komponenten besteht. Zuletzt noch hinzugekommen, die Sympathie für das Judentum. Wer weiß, was es damit noch auf sich haben wird. Ja, auf jeden Fall wird er weiter seinen Plan verfolgen, hier diese Intriganten, die hier in der seiner schwachen Phase, so möchte ich es mal nennen, hier die Fraktion gebildet haben, die werden nach und nach ausgeschaltet. Und als erstes kümmern wir uns um diesen hier, Ed von Münster. Einer der gefährlicheren Männer, denn er ist Teil von mehreren Fraktionen und zwar wichtig auch Anführer dieser Unabhängigkeitsfraktion. Insofern werden wir jetzt hier unsere Spione hinschicken. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Sache, die wir nochmal optimieren können. Und zwar habe ich gesehen, etwas sehr Schönes. Wir können tatsächlich, wir sind mit dem Herzog von Meunier so weit, dass wir ihn sogar zum Kämmerer machen können, denn er möchte das werden. Und das passt mir jetzt sehr gut in den Kram. Dadurch sollte sich eigentlich jetzt hier nochmal die Meinung deutlich verbessern, aber tut es nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Doch, tut es doch. Immerhin bei minus 2 und vielleicht, oh, das genügt eigentlich schon. Für unser Verhältnis ist das gut und jetzt haben wir auch schon wieder einen sehr, sehr guten Kämmerer an unserer Seite. So, ich und meine getreuen Schnüffler und Schleicher werden die Aktivitäten von Herzog Ed von Münster genau beobachten, wirklich ganz genau. Ich frage mich, welche Geheimnisse er verbirgt. So, den Kämmerer bringen wir wieder nach Murray. Und, tja, wir werden den Hofspitzel hierhin bringen, denn da läuft immer noch unser Plot. Sehr schön. Beziehung verbessern mit Isle of Man ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr mehr nötig. Aber doch, wir lassen es nochmal. Wer weiß, was uns... Wir haben jetzt ansonsten kein besseres Ziel. Die nächsten Herzöge sind noch meilenweit davon entfernt, dass sie mit uns irgendwas zu tun haben wollen. So, das Ausspionieren hat nicht viel gebracht. Los, komm. Wir warten noch ein bisschen. Da muss was können. Dieses Spielchen kennen wir und wir sind geduldig. David ist geduldig, das ist ganz klar. So, wir nehmen auch jetzt mal ordentlich schon ein. Immerhin 14 Dukaten. Was haben wir hier? Oh, schlechte Nachrichten. Das ist schlecht. Die lästigen Bauern. Revoltenrisiko steigt an, aber naja. Gut, wir haben da unser Gefolge stehen. Wir ziehen das mal ein bisschen weg, nicht, dass es noch aufgerieben wird. So, aber nun, dank meiner treuen Spione habe ich herausgefunden, dass Herzog Ed von Münster versucht, widerwärtige Irrlehren zu verbreiten. Was soll ich mit dieser Information anfangen? So, prangern wir ihn an? Ketzerei? Bloßstellung? Ja, natürlich. Wir prangern ihn öffentlich an. Anklage, Ketzerei. Mal gucken, was das nach sich zieht. Ja, natürlich. Wir können ihn einkerkern. 45% nur Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist schlecht. Aber wir sollten unseren Marschall vielleicht dahin schicken. Wo ist der gute Mann dann nochmal? Dieser Herzog. Genau, nicht, dass wir hier... Hier unten ist er. Nee, das ist er doch nicht. Ed von Münster, wo bist du? Na, wir gehen mal auf Nummer sicher. Und gucken hier nochmal nach. Herzog, wieso bist du hier? Ich verstehe das nicht ganz. Das ist er aber nicht. Ach, da ist er natürlich. Ich habe einfach nur die falsche Provinz hier interpretiert. Okay, also dann schicken wir da noch schnell unseren... Ach, das ist der Hofspitzel. Den
habe ich da falsche Geschichte? Ich wollte doch den Dicken haben. Naja, ist egal. Genau, hier läuft doch mein Attentat. Ist nicht so schlimm. Also jetzt noch den Marschall ein. Und dann wollen wir mal hoffen, dass sich die Chance ein bisschen erhöht auf 56%. Ansonsten könnte es zu einem Krieg kommen. Oh ja, möglicherweise auch noch mit dem Rest der Fraktionsmitglieder. Das könnte interessant werden. Also, wegen Ketzerei bist du angeklagt und du wirst jetzt verhaftet werden. Meine Wachen konnten Herzog Erd nicht fangen, der nun seine Flagge in offener Rebellion gehisst hat. Zu den Waffen. Na sowas. Ist es tatsächlich passiert? So, wir können den Großmeister rufen. Handelsschiffe. Oh, wenn Herzogin Cecilia von Galloway stirbt, könnte der Titel verschwinden? Was ist denn bitte hier los? Nachfolger ist doch Roy. Verstehe nicht, warum der aus dem Reich verschwinden könnte. Wir müssen auf jeden Fall Soldaten wieder ausheben. Es hilft nichts. Wir müssen diesen Typen erledigen. Mal gucken, vielleicht reichen die Aufgebote, die wir hier haben, wahrscheinlich nicht. Wir müssen aus dem Norden, aus unserem Stammland, die Soldaten holen. Aber hier holen wir sie trotzdem. Genau. Das könnte schon genügen. Ein bisschen Geld sparen müssen wir natürlich auch. 1400. Ja. Bitte nicht so schnell. Ah, wir sind schon. Wir sind schon 2000. Kann uns eigentlich nichts passieren. David wird natürlich wieder an der Spitze kämpfen. Zusammen mit den üblichen anderen Generälen. Oh, kommen sie schon direkt auf uns zu? Nein, sie umgehen uns. Dann ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Schneiden ihnen den Weg ab. Du bleibst mal bitte schön stehen. So. Hervorragend. Wo ziehst du hin? Nach Tyrone? Da gehen wir auch hin. Herzog Erd hat das Reich verlassen, daher macht es keinen Sinn mehr weiter zu spionieren. Ja, natürlich. Wir müssen jetzt jemand anderes. Wir müssen jemand anderes uns vorknöpfen. Und wer sollte das sein? Wen haben wir jetzt im Visier? Ich denke, einen von diesen. Ja, diesen Körper, den Fetten. Den wir sowieso schon umbringen wollen, dann werden wir auf diesem Weg gegen ihn vorgehen. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt um diese Rebellion. So, der nächste ist also in unserem Visier. Mal sehen, was wir da rausbekommen. Wenn man erstmal sucht, dann findet man ja immer was, das kennen wir. So, mein Freund. Sehr schön. Nochmal Beziehungsverbesserungen. Prima, damit können wir eigentlich den Kanzler da wegholen. Oh, und diese Schlacht hat meinen wahren Mut bewiesen. Ich bin tapfer. Ich hätte gedacht, König David wäre schon längst tapfer. Die Schlacht von Kells für uns und wir sind schon bei 60%. Es gibt nichts Neues oder Nützliches über den Herzog Körper von Connacht zu berichten. Allerdings hält mich nichts davon ab, wie mein zwielichtiger Affenmann so schön sagte, meiner Fantasie frei hinaufzulassen. Je größer die Lüge. Ja, genau. Der Teufel, ja, Körper ist ganz bestimmt ein williger Sklave der dunklen Mächte. Genau. Allgemeine Meinung minus 10. Sehr schön. Und jetzt geht's auf zur Belagerung der gegnerischen Burg. Da sind auch nur 1000. Insofern bin ich fast im Überlegen, ob wir uns hier mal aufteilen. 2000. Genau, 2000 bleiben hier. Der Rest zieht direkt weiter. Ich hoffe, das reicht. Mal gucken, wie viel hier verteidigen. So, was haben wir hier noch? Interessante Nachrichten. Herzogtum Albany. Ja. Okay. Nichts Gewaltiges. So, Bürgermeister Eric, mein Mitverschwörer, hat uns darüber informiert, dass eine riesige Düngergrube unter den Dielen eines verlassenen Gasthauses
vorbereitet wurde, an dem Herzog Körper mit seinen Begleitern Halt machen wird. Sobald sich alle an den Tisch gesetzt haben, bumm, so soll es sein. Mal gucken, vielleicht haben wir gleich das nächste Problem erledigt. Das geht ja hier Schlag auf Schlag, wie mir das gefällt. Aber leider, Fehlschlag. Er entdeckt den Dünger und entkam der Explosion. Meine Mittäterschaft wurde aufgedeckt. Aber das ist auch egal. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Dünger. Oh, der Deutsche Orden. Im Bestreben der Verteidigung von Kumanien gegen heidnische Angriffe hat Khan Könczek dem Deutschen Orden die Grafschaft Galitschmerski gewährt. Diese Provinz wurde nie vollständig besiedelt und die Bevölkerung ist größtenteils immer noch heidnisch. Okay, gut, dass Khan Könczek so weitsichtig ist. Okay, offenbar ist der auch christlich. Sonst würde das irgendwie ein bisschen merkwürdig sein. So, diese noble Geste könnte dabei helfen, die gefährdete Grenze von Kumanien zu schützen und den Heiligen Krieg gegen die Heiden voranzutreiben. Naja. Gut. Aber wir wollen unseren kleinen Krieg hier nicht vergessen, der uns zum Glück nicht mal Geld kostet. Also klar, aber trotzdem sind wir im Plus. Oh, Giffard von Giffards Streitmacht. Jetzt ist er da, dieser Abenteurer. Ich hatte schon gedacht, das Ganze geht glimpflich aus, aber nein, es stand ja auch ein Termin da. Die Eroberung von Lanxdar ist das Ziel. Okay. Nun können wir gespannt sein, mit welchen riesigen Horden wir jetzt so noch zu rechnen haben. Möglicherweise müssen wir ein bisschen mehr ausheben. Ich hoffe aber, ich kann diesen anderen Kampf erstmal hier beenden. Mal gucken, was jetzt kommt und wo das Ganze jetzt kommt. Hm. Mit sowas hat der König David ja noch nie zu kämpfen. Ah, hier unten. Und da kommen nochmal. Okay, das sind natürlich 7000 Mann. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Da müssen wir uns ja wohl ein bisschen ins Zeug legen. Hm, wie machen wir das am besten? Boah, na Gott sei Dank haben wir ein bisschen Geld angespart. Aber lästig ist das doch schon, oder? Lästig ist das schon. Wer ist denn eigentlich dieser komische Giffard? Gucken wir uns den mal an. Auf jeden Fall ist er katholisch. Und er ist ehrgeizig und ansonsten sehr gut und ein Abenteurer natürlich. Bastard. Karriere, Kaufmann. Tja, ich glaube, da hilft es nichts. Wir müssen kämpfen, oder? Gibt es irgendeinen Weg, mit dem zu kommunizieren? Wir könnten ihn natürlich ermorden. Ich glaube, das ist das Beste. lassen wir das mit dem Dicken. Der wird schon irgendwann von selbst sterben. Wir werden den versuchen zu ermorden. Und das Ganze hat auch schon 142%. Ich hoffe, wir bekommen auch noch mal ein paar weitere Unterstützer. Aber 142 ist schon eine ganz gute Hausnummer. So. Okay, die 4500 Mann ziehen weiter. Das ist natürlich gut. Ich glaube, wir heben jetzt mal den Rest unserer Truppen aus. Unser persönlichen vielleicht erstmal nur. Das sind aber nicht mehr so viele. Ne, wir müssen wohl Vasallentruppen in Anspruch nehmen. Wie viel kriegen wir denn hier? 243 und hier vom Herzog. Oh, das ist alles nicht so doll. Ja, na gut. Dann müssen wir die großen Herzöge fragen. Walter. Fenella, 1400 immerhin. Und hier, was kriegen, würden wir da kriegen? 1000. Tja, Leute, hilft nichts. Wir sind jetzt auf die Unterstützung der uns so hassenden Herzöge angewiesen. Das ist nicht so viel. Aber hier der gute Mann aus Man, immerhin auch nochmal 382 und Galloway. Ja. Es ist, wie es ist. Wo sammeln wir uns? Wir sammeln uns mal hier unten. Dann können wir vielleicht die 2200 schon mal nehmen. Und hier müssen wir einfach nur rechtzeitig uns zusammen schließen. Dann sollten wir gegen die klarkommen. Dank meiner treuen Spione habe ich herausgefunden, dass Herzog
Körper von Connor versucht, widerwärtige Irrlehren zu verbreiten. So, ja, wir prangern ihn natürlich öffentlich an, aber das werden wir jetzt nicht durchziehen, wie ihr euch vorstellen könnt, denn wir sind gerade genug mit anderen Dingen beschäftigt. Das heben wir uns noch auf. Aber wir vergessen das nicht. Der wird noch schon seinen Teil bekommen. So. Wichtig wäre mir, dass wir diese Geschichte hier in Munster erstmal erledigen. Das kommt jetzt so ein bisschen... Ja, man hätte das besser timen können. Ich habe ja gesehen, wann die Geschichte hier losgeht. So, was ist nun los? Einst kannte ich keine Furcht, aber wenn einem die Beine zu Milchbrei werden und die Zähne ein garstiges Staccato klappern, dann ist es schwer, Tapferkeit zu bewahren. Das macht mich doch nicht zu einem Feigling, oder? Schade, wir verlieren schon wieder die Eigenschaft tapfer. Naja, wir hatten sie nicht lange. Oh Mann, das dauert ja, ehe die da oben endlich angekommen sind. 1700 haben wir hier. Das genügt wohl noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, Körper, das bringt noch nichts, aber wir führen das noch mal ein bisschen fort. Ja, das sind die Belagerungen. So, jetzt beeilt euch doch mal ein bisschen. Der Gegner immer schon 17% hier. Ne, da. Aber wir sind auch schon bei 72. Und wenn wir uns hier zusammenschließen, dann könnten wir eigentlich Giffards Streitmacht erledigen. Aber jetzt sind wir erstmal hier mit 3200. Und gucken wir mal, haben wir hier noch einen fähigen... Ja, wollen wir jetzt David hierher... beamen. Das ist ja immer so eine komische Angelegenheit. Nee, David ist halt einfach mal woanders. Wir nehmen den nächsten. Das sind eben die anderen drei, die nun zur Tat schreiten. Das sollten wir schon hinkriegen. Ach so, bevor wir das tun, ich habe vergessen, wir können eigentlich technologisch noch was tun. Wir werden uns mal in schwere Infanterie nochmal hier vorheben und in Stadtinfrastruktur hebt nochmal unsere Stadtsteuern. Tja, Sitten der Adligen. Machen wir das mal. Bringt auch noch ein bisschen Bonusmeinung. Können wir ganz gut gebrauchen. So, hier ist die erste Stadt gegen diese widerwärtigen Abenteurer. Und ach so. Belagerung von Carvant. Sieg. Schlacht von Monmouth. Okay. Na gut, wir haben sie erstmal besiegt. Sie kommen leider zurück. Vielleicht sollten wir erstmal fliehen. Ne, nicht auf dem Wege. Ziehen wir erstmal direkt wieder hier hoch. Ah ja, sie bleiben zum Glück erstmal dort stehen. Sehr schön. Dann warten wir hier. Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir diesen Krieg erstmal beenden, diese beiden Belagerungen durchziehen. Und dann können wir uns um diesen blöden Abenteurer, der jetzt wirklich hier nicht im Moment ins Konzept passt, kümmern. So, was haben wir hier noch? Cecilia Morebe, Enkelin, ist als Spinne bekannt. Nun gut. Okay, und damit ist die erste Belagerung. Unsere, wir sind bei 84%. Sehr schön. Wir bleiben aber erstmal stehen und warten. Die zweite sollte eigentlich dann gleich vollzogen sein und dann können wir uns hier um diese Armee und Giffards Streitmacht kümmern. Okay, ein Bürgermeister in den Westhebriden. Wurde. Okay, und Wissen in verschiedenen Orten verbessert. Und das Ausspionieren hat immer noch nicht gebracht. Okay, dann beenden wir das jetzt hier. Das scheint doch nicht zu bringen. Wen nehmen wir uns dann alternativ vor? So, Corpora eben nicht. Wir haben. Wen haben wir hier dann? Good Like von Math. Genau, der ist in zwei Fraktionen. Oh ja. Das ist ein lohnendes Ziel. Wo ist denn der gute Mann? Eigentlich ist es egal, weil wir ja gleich hier auf Spionieren gehen können. Dann ist er eben das Ziel.
Ja. Oh, und wieso können wir Cecilia, die Spinne, können wir sogar verhaften? Oder? Täusche ich mich? Tatsächlich. Wow, Staatsintrige. Aber das muss jetzt alles nicht sein. Wir müssen erstmal mit den jetzigen Gegnern klarkommen. Und wir sind leider erst bei 96%, obwohl wir die zweite Belagerung erfolgreich geschafft haben. Und schon wieder. David kennt kein Alter. Schon wieder ist Vollmond. Was wird die Nacht bringen? Sie wird natürlich Blut bringen. Wir kennen das schon. Wir laufen durch die Nacht, sprinten, setzen unsere Krallen an, weiden die Beute aus. Irrsinnig heulend. Sehr schön. Aber was war das eben? Hund getötet? Wir haben einen Hund getötet? Na, lecker. Ja, liebe Freunde, in dieser Situation werden wir erstmal König David wieder verlassen für eine Weile. Die Staffel ist zu Ende. Ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, dass dieser Mann von uns geht. Dass das Staffelende mit dem Tod von David zusammenfällt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der hat noch viel vor, der will nicht. Meine Herren, 57, damit ist er auf jeden Fall der älteste schottische König der Morebes, den wir bisher erlebt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze wird kein Ende nehmen. Hier wird noch einiges passieren, liebe Freunde. Ja, also insofern, es wird weitergehen. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde wahrscheinlich mit der Abfolge der Videos das nicht mehr so streng schematisch machen, beziehungsweise der Abfolge der einzelnen Let's Play-Staffeln. Dazu mache ich nochmal ein gesondertes Infovideo, dann erkläre ich was ein bisschen dazu. Aber auf jeden Fall wird es nach einer Künstlerpause, nach einer Kreativpause weitergehen. Ihr kennt das Ganze. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.